Das ist einer meiner klassischen Moves, ne? Der Novaische Tilter, anwendbar auf die Bröckschen Variante. Jetzt gehen wir für die Tolksche Variation auf der oberen Linie, ne? Klassiker in meinem Repertoire. Who's that Pokémon? It's no way for you! Kannst du mal eine Haustour machen, wenn sie dich interessiert? Die ist bei Dings gibt's die. Bei Maxim, der hat eine gemacht, als er bei mir zu Besuch war. Was macht sich besser auf dem Konto? Eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker von einer großen Firma oder eine Ausbildung zum großen Streamer vom Nowhere? Ich würde dir empfehlen, die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker zu machen. Das hört sich nach einem sehr guten Lebenspfad an für dich. Oder also was heißt für dich, ne? Allgemein, das ist einfach eine sehr smarte Entscheidung. So, würdet ihr Last Stand gehen gegen Ion? Ich weiß actually gar nicht, was man Secondary auf der nimmt, da wird schon passen, oder? Da wird schon passen. So, zack, jetzt schauen wir, was wir hier haben. Wir sind schon wieder Top-Laner auf jeden Fall. Dann lass uns mal Riven rausnehmen. Okay, Zeit für Gragas. Hoffentlich ist das nicht Ellen, aber was würde Ellen hier in der Elo machen? Ellen ist viel zu gut. Was würdet ihr aktuell für eine Rune nehmen auf Gragas? So? Besteht nicht die Möglichkeit, gegebenenfalls von hier aus auf dem Korea-Server vorzuclimben? Nein, ist nicht möglich, Seldor. Weil du nach Korea 400, also... Du hast, glaube ich, 400 Ping. Du hast, also du kriegst auch den Account nicht einfach so. Also da ist nichts mit Vorclimben, nein. Okay, Leute, aber das Korea-Thema haben wir doch jetzt besprochen. Also Stand jetzt ist, Korea wird stattfinden. Das Stand jetzt, okay? Und damit würde ich sagen, schließen wir das Thema erstmal ab, aber, oder? Okay, wir spielen gegen Timo auf Timo. Wer zur Hölle ist das? Das ist nicht Ellen. Die Zusage von Aldi habe ich, ja. Also die erlauben mir, ne? Also die haben die Termine verschoben, was kulant ist, ne? Weil es sehr kurzfristig ist. Aber so kenne ich meinen Sponsor, ne? Im Übrigen dürfen wir uns selbstständig, also ich darf noch ein Giveaway machen, bevor ich fahre, ein großes Giveaway. Und da dürfen wir uns theoretisch, also entweder ich suche die Preise aus, ich habe ein gewisses Kontingent gegeben, oder wir suchen uns zusammen die Preise aus und ihr könnt selber abstimmen, welche Preise ihr wollt. Ich glaube, Gragas sollte sehr gut gegen Timo sein, wenn ich das early nicht super hart missplay, oder? 1000 Euro und eine Xbox, ich habe 2000 Euro zur Verfügung für das Giveaway. Wir müssen aus dem Store Sachen zusammen aussuchen und da müssen wir halt hoffen, dass die verfügbar sind. 1000 Euro in RP. Da gibt es echt coole Sachen. Also da gibt es auch hardware-technisch relativ viel cooles Zeug. Ich meine, wir können einfach mal gucken. Gaming-PC haben sie auch, ja, tatsächlich. Also könnten wir auch nehmen. Aber wenn wir natürlich einen Gaming-PC nehmen, dann sind es halt relativ wenige Gewinner, die dann was kriegen. Ich glaube, ein Gaming-PC kostet halt dann alleine schon 2000 Euro. Und dann das ist praktisch das ganze Kontingent dann. Ne? Oh mein Gott. Das Barrel ist genau ausgetickt da. Wait, warum habe ich Ignite? Wo ist mein TP? Hey, wo ist mein TP? Wait, warum habe ich kein TP dabei, hä? Was passiert? Ich dachte, 2000 Euro für jeden Zuschauer. Wait. Das ist echt ein Ultra, also das ist richtig geiles Giveaway. Einfach so. Aber 2000 Euro pro Zuschauer, da muss ich dich leider enttäuschen. Da sieht es schlecht aus. Wait, warum habe ich, aber was ist denn mit meinen Runden? Was habe ich denn gemacht? Stimmt, hat mich Ellen abgelenkt. Na, Ellen ist halt für andere Timo-Spieler da, nämlich. Na, so kennen wir ihn. Echt, kann ich einfach auf Level 6 warten? Kann ich denn nicht einfach Solo-Bolon jetzt? Gleich? Ist der nicht sofort. Ist der nicht tot, wenn ich 6 bin? Timo-Spieler. They disgust me. Die Frage ist, ob ich vielleicht Träne hätte gehen sollen, trotz alledem. Oh mein Gott, was für ein Movement. Ellen, was sagst du zu dem Matchup? Gragas gegen Timo. Das ist gut für Gragas, ne? Also, eins der also ich finde, das ist so schwer für Timo zu spielen. Kommt natürlich sehr viel über Movement, kannst du sehr viel machen, aber ihr spielt es beide genau gleich schlecht. Danke. Habe ich überhaupt schon ein Ken-Minion bekommen? Oh. Alter, das ist das Movement, von dem ich geredet habe, ne? Tatsächlich, wenn ich ihn da treffe, ist er einfach tot. Aber leider bin ich kacke. Muss ich ihn legit nur einmal treffen und er ist tot. Aber er ist natürlich schnell, ne? Er ist natürlich schnell. Das ist das große Problem in dem Matchup, glaube ich. Er ist sehr, 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 sehr schnell. Hä? Das geht mir auch nicht, oder? Moin.
sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, der ist eine Platte auch. Sobald ich Everfrost habe, war es das für ihn, glaube ich. Ich brauche nur Everfrost in dem Matchup. Wir dürfen unser E jetzt hier nicht ausgeben, sonst kann er uns vielleicht killen einmal noch. Der wäre schon gebased einfach. Ist ja kein Giga-Chat, so wie wir. Everfrost holen. So, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wenn ich meine Karten richtig spiele, dann hat er verloren. Ich muss mal flashen, ne? Hm. Nice, nice. Ist nur wichtig, dass wir ihn in unsere generelle Richtung kriegen. Das gibt's nicht. Bin ich jetzt tot? Alter! Okay, ich spiel das euch. Ich hab ihn nicht, ja. Shit. Wer besser spielt, ist er sogar tot. Hm. Wir haben sehr viel. Haben wir sehr viel Magic Damage? Ja, ich will trotzdem CDR Boots, dann kann ich direkt jetzt Rabadons gehen oder so. Ist das Ellen? Nee, das ist. Der ist viel besser als Ellen. Das ist Timo auf Timo, ist das. Ellen ist. Also Ellen hat ja nicht mal Timo im Namen. Ellen ist tatsächlich der Name, ne? Der heißt 234, ne? Aber Timo sagt ja immer 123. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Das ist der schlechteste OTP-Name possible, ey. Der hat sogar die Timo-Quote falsch. Timo sagt noch 1, 2, 3, 4. Ja, das sagt er. Jetzt lehnt der jetzt nicht mehr. Der lehnt jetzt einfach mit, oder was, der Timo? Lol. Der lehnt nicht mehr gegen mich, der hat Angst. Könnt ihr dem bitte nicht den kompletten Töd geben? Please, guys. Okay, ich bin schon einfach top, oder? Ich glaube, ich krieg den ganzen Töd, ja. Schade. Ich glaube, ich hätte noch kurz warten können mit dem Barrel. Hätte ich noch kurz warten. Das war muss so knapp gewesen sein, dass er da nicht heated ist. Ich könnte jetzt für ein Risikoplay gehen. Na, Ellen, wir haben uns darüber unterhalten, warum ist dein Name Ellen 234, wenn Timo doch nicht 234 sagt? Darüber haben wir uns gerade unterhalten. Weil Ellen 123 dumm aussieht. Ja, Ellen 234 ist viel besser. Ah, stimmt, ne? Mein Fehler. Sorry. Du hast recht. Das ist natürlich viel besser. Nicht ulten für. Ist ja nicht wasten müssen. Er hat relativ viel Schaden gemacht, muss ich sagen, der Timo. Tot ist er trotzdem. Ich glaube, wir gehen hier für eine Tilt-Trap auf den Timo. Das ist einer meiner klassischen Moves, ne? Der Novation Tilter. Anwendbar auf die Bröckchen-Variante. Jetzt gehen wir für die Tolksche Variation auf der oberen Linie, ne? Klassiker in meinem Repertoire. Der Tolksche. Ich darf die Wave farmen. Ne? Ihr wisst, wie Top-Laner sind. Und dann läuft er vorbei und dann schlägt die Falle zu. Und dann ist er tot. Ja. Ja, ja. Ich bin natürlich fein. Ja, ja, das sind die Klassiker im Repertoire, ne? Gehen wir einmal zurück hier. Ja, normalerweise hättet ihr ihn da natürlich noch ein, zwei Mal punchen dürfen, aber für einen Spieler wie mich ist es einfach, wenn ihr eure Damage-Werte so perfekt antizipieren könnt, dann ist es natürlich wesentlich, wesentlich besser, da einfach langsam zu spielen. Du wagst es, meinen Turret zu berühren? Vade Retro, Satana. In nomine Christi. Ja, und jetzt denkst du über dein Leben nach. Denkst du noch, dass du alles richtig gemacht hast, Timo? Es hat den Turret gekostet. Nehme Rampage höre ich jetzt aber nicht so gerne. Guys, please. Was war das für ein Latein? Das ist das einzige bisschen, was ich Latein kenne. Das ist aus einem Horrorfilm. Und das ist der Exorzismus, der da... Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Vade Retro Satana in nomine Christi. Und dann geht's weiter. Ob ich den weiteren Teil weiß ich nicht. Ich glaube auch, das ist höchstwahrscheinlich kein akkurates Latein, könnte ich mir vorstellen. Oh. Really? Ein schlechtes Gefühl bei der Irelia. Der spielt ungefähr so wie ich Irelia, nämlich. Das ist nicht gut für uns. Ich denke einfach, alles. Der Gragas kennt nur eine Richtung, ne? Der marschiert nur in eine Richtung, dieser Gragas. Und das nach vorne,
Was war das denn? Bin ich auf Grief, ne? Ja, aber zum Glück bin ich so gefeedet, dass es völlig egal ist. Moin, 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 Mr. LEC Midlin. Hast du denn auch deine Taxis bezahlt? Hat er nicht. Ist das ja schnell? Timo ist auch wieder tot. Alter, diese Top-Defner in dem Game. Beautiful. Beautiful, guys. Das war der schlechteste Angler, den ich je gesehen habe. Okay, dann geh ich mal Base. Ich überblend. Aber echt kein gutes Game, aber ich war so unglaublich gefeedet trotz alledem. Hm. Schwierig, ne? Aber wir nehmen den Win, würde ich sagen. Jetzt lass uns einmal hier, wen honoren wir von den Leuten? Wahrscheinlich die Diana, auch wenn die sehr gierig gespielt hat, aber so musst du, glaube ich, Diana auch spielen. So wird die gejagt. Warte, das ist plus 15.